Folge Nummer 40 von Oxygen Not Included. Unser Problem ist immer noch die Nahrung. Hier müssen wir gerade wischen. Und wir müssen gucken, dass wir genug zu essen haben. Geht da unten auch noch was? Ja, da geht auch noch was. Ich weiß nicht, wo das Wasser immer wieder herkommt. Aber irgendwo kommt es her. So, wir müssen halt gucken, dass wir das mit dem Wasser irgendwie hinkriegen, mit dem Essen irgendwie hinkriegen. Hier ist es einfach zu wenig. Diese Temperaturunterschiede haben wir ja festgestellt. Warte mal, müssen wir da oben gucken. Wir gehen mit 31,1 Grad raus und mit 29,4 rein, raus und rein. Und das ist zu wenig. Hier muss mehr passieren, denke ich. Nur, das wird schwierig. Also das heißt, wir müssen hier radiatormäßig weiter ausbauen, damit das klappt. Ja, aber das ist nicht so einfach, denke ich. Wir können dieses hier einfach so verlängern. Und das sollten wir hier vielleicht auch noch machen. Damit das Wasser hier länger bleibt. Aber hier... müssen wir das irgendwie nochmal machen. Und das muss... das muss so und so. Reiß das obere nochmal ab, das Stück. Das muss nochmal weg, wegen... diese Wurzel muss ja stehen bleiben irgendwie, ne? Und wir wollen das ja ein bisschen größer machen, vielleicht auch dann noch, ne? So, wo ist die Sanitärgeschichte nochmal? Da. Also wir müssen hier bis dahin. Da gehen wir hoch. Da gehen wir nach da. Hier oben ist auch noch was zu essen. Ah, jetzt geht nichts mehr, alles klar. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier unten dann noch ein bisschen mehr anstoßen. Okay, Kupfer ist auch nur noch eins im Anschlag. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben schon wieder zwei, die verhungern, ne? Jetzt gehen wir schnell suchen nach Klamotten in der Erde, damit die noch was zu essen kriegen. Boah, bis hierhin sind wir schon. Da ist einer im Salzwasser unterwegs. Hier sehe ich aber auch, doch, da ist was. Aber da könnte sein, dass da... Ne, ich glaube, das geht noch. Hier ist auch sowas. Warte mal, das bedeutet da, da, da und da. Das ist Sand, ne? Ja. Wenn wir den aber von oben abgraben würden, würde uns nichts passieren. Das bedeutet... ziehen das mal hier so runter, oder? Und dann graben wir da noch aus. Da ist der Schleim direkt neben, das ist zu gefährlich. Gibt es hier noch irgendwo was? Da gibt es was. Hm. Ich glaube, der Aufwand ist zu hoch dafür. Hier, guck mal, da liegt noch eine und daneben ist auch noch eine, ey. Das bedeutet, hier muss was weggegraben werden. Hallo, bitte graben. Und das muss hier auch gegraben werden, aber das andere muss weg. Ah, das müssen wir zerlegen. Und dann können wir da reingehen. Das noch graben, das graben, das graben. Sollte funktionieren. Jetzt sind sie am Pennen und zwei verhungern davon. Wie sind die am Verhungern? Okay, noch 700 Kalorien. Und auch noch. Okay, das klappt aber noch. Hier werden natürlich auch noch ein paar Pflanzen fertig. 97 ist schon mal was. Hier würde noch was gehen. Ah, da sind noch ein paar Sachen mehr hier. Vielleicht sollten wir das nochmal versuchen. Ja, hier haben wir da was gemacht, damit da kein Wasser runtertropfen kann. Aber das kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Dann können wir den doch hier wegmachen, ne? Und dann können wir mal schauen, dass wir hier...
Achso, Grabewerkzeug. Noch das holen und das holen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Essen. Vielleicht können wir dann hier auch wischen. So, mal gucken. Hier gibt es schon mal was zu essen, das ist schon mal gut. Ist hier noch was? Ah, guck mal, da ist was fertig. Das mit dem Gas wäre wichtig zu bauen, einfach aus dem Grunde, weil wir natürlich auch Dingens haben wollen, Essen haben wollen. Hier ist noch was zu holen. Grabewerkzeug bitte einmal. Ist da jetzt Dingens? Sag schon. Nee, ist nicht. Dann können wir den da auch weggraben. Hier ist auch noch was. Kommen wir da hin? Ja, sollte gehen. Da sitzt noch was drin. Hier sitzt auch noch was. Hier auch noch. Fällt dann zwar runter, aber kann man ja da unten dann aufheben. Da ist noch was. Kommen wir da hin. Müsste gehen, oder? Lass mal gucken, dass wir da vielleicht noch einen Ziegel hinmachen zum Rüberklettern. Sollte funktionieren. Da wäre auch noch was, aber da kommen wir nicht hin. Da war eben der Jingle für das Teil da, sag schon, für den Duplikantendrucker. Wo ist er denn jetzt? Da. Gucken wir mal rein. Kupfererz gibt's hier. Da können wir sowieso nur das nehmen. Ein paar Tonnen Erz. Und da kann man auch noch ein paar Duplikanten ausstatten. Verbesserte Tragfähigkeit. Schutzanzug wäre nicht schlecht. Ja, komm, das. Und hier ist noch einer. Und Bedienung. Gut, haben wir. Gut, was ist mit Essen? 1200, okay. Vielleicht sollten wir aber mal doch einen Alarm ausrufen, oder? Mir ist das zu wenig. Prio ist schon 9, ne? Und hier oben auch, oder? Aber es ist auch keiner dran am Arbeiten. Frittierter Matsch ist auf unendlich. Ach, da fehlt, da unten kommt kein Matsch nach. Deswegen kann der da oben nichts machen. Das bedeutet, hier muss definitiv die gelbe Sache rein, damit das da vorangeht. Wir brauchen Essen. Was ist hier? Zu wenig Ressourcen. Schleim kommt nicht. Ja, da hatten wir diesen komischen Viech da, dieses Pufflet, was hier eingesperrt ist, ne? Pufflet-Ei-Wahrscheinlichkeit. Da kommt nichts bei weg. Ich weiß gar nicht, wie man den da rauskriegt. Machen wir die Tür auf, vielleicht geht er dann da raus. Aber ich weiß auch nicht, wie wir ihn einfangen sollen. Ah, hier wird schon mal Essen gesammelt. So, konnten die schon was graben? Den haben sie weggemacht, aber hier graben macht noch keiner, ne? Ist natürlich auch nicht so schön in dem Wasser, aber... So, dann müssen wir mal den Ofen da oben ja noch ankriegen, ne? Dafür müssen wir hier was filtern. Luft. Wir brauchen eine Gaspumpe. Eigentlich müsste die da hin. Aber da ist zu hoch. Machen wir mal da hin, da kommen sie dran, ne? Und dann brauchen wir so einen Filter. Den würde ich jetzt dahin machen wollen. Und dann verbinden wir das erstmal. Und den verbinden wir noch da. Und der machen wir mal noch da. Bis auf Erdgas kommt alles raus. Dahin und da machen wir einen Ausgang. Und hier ziehen wir mal eine Mauer hoch. Ach shit, das haben wir uns jetzt ein bisschen verbaut, oder? Wir müssen ja mit dem Zeug auch noch irgendwo hin. Oder geht das hier so lang? Da oben ist was, das heißt, wir gehen da lang.
Müssen ja zum Dingens hin, sag schon, zum Feuerofen da. Noch höher, noch höher. Da oben müssen wir hin. Da. Ob das was wird? Gasbrücke brauchen wir hier. So. Na, die Prio haben wir wahrscheinlich nicht geändert. Das ist bestimmt so eine hohe Prio jetzt da dran. 5, ja, schade. Die wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Wie sieht's mit Essen aus? Oh, 5, 6 reicht. Nein, ich möchte noch den gelben Alarm lassen. Das ist mir zu riskant, weil hier nichts wächst und da nichts wächst. Hier kommen zwar ein paar Pflanzen nach, aber zu wenig. Wenn das hier mal kühler werden würde, ne? Er ist schon in den Rohren 30 Grad fast. Dann kann das hier auch nicht mehr abkühlen. Okay, hier ist schon was gebaut worden, ne? Warte mal, da können wir, wenn das da schon so abgerissen ist, können wir das auch mal gerade hier verlängern. Sanitär, Radiator, Rohre. Dann kann das auch bis dahin. Und wischen kann man hier auch, oder? Weg damit. Ja. So. Warte mal, hier ist ein Boden. Da schließen wir an. Dann trennen wir hier. Das wird schwierig. Ich glaube, wir müssen mal die Prio da verringern und hier vergrößern. Dann können wir erst diesen Bogen machen. Wir machen die Prio hier auf 4. Ne, da nicht. Was war das? Schon wieder verhungern, ne? Da hat jemand gewischt. Weil dann können wir diesen Bogen als erstes vielleicht machen, wenn er fertig wird. Hier, der müsste mal rausgesetzt werden, der Steinhatchling. Okay, verhungern ist weg. Ist hier schon was ausgegraben? Ja. Aber wischen ist hier noch nicht. Zu viel Wasser. Oh, da wird sogar gehen. Sehr interessant. Da duscht jemand. Die Pumpe pumpt gar nicht. Ah, warte. Ah, nee, das Dreckige würde dann da auch reinkommen. Das bringt uns nicht weiter. Lass das so. Wie geht das denn hier voran? 55. Oh, der ist fertig geworden. Was macht denn dieser Baum? Oh, der war gerade am Wachsen. Bewässerung fehlt wieder immer noch. Ja, das ist schwierig. Hier ist auch schwierig. Ich weiß nicht, was zuerst, ne? Da verhungert schon wieder jemand. 900 Kalorien. Brauchen mehr Essen, definitiv. Da kann einer eine neue Tätigkeit ausüben. Mach da fertig. Wie kommen wir an Essen? Hier müsste mal einer aufwischen. Und das ist ja gelber Alarm, ne? Jetzt ist Nacht. Verhungern. Wer verhungert? 970. Und da gibt es auch hohen Stress, ey. Gegen den Stress müssen wir auch noch was tun. Hat man nicht hier leere Räume irgendwo? Hier war doch sowas. Ein Juicer. Ach, guck mal hier, hier können wir doch ein Dingens. Ach so, da soll das Badezimmer hin, ne? Und das kann man mal gerade in eine Richtung ändern, oder? So. Hier, die letzten haben kein Licht, ne? Deswegen wachsen die auch so schlecht. Ein
Der ist hier gestresst oder was? Verhungert? Zwei verhungern. Nahrungsmittel nicht erlaubt, ey. Es ist Essen da, aber es ist nicht genutzt. Oder darf nicht genutzt werden. Ja, hier muss mal gerade einer hin, ne? Shit. Hier wird auf jeden Fall produziert. Mach mal gerade. Damit die da was essen können. Dieser Stein hier, der kann jetzt auch zerlegt werden. Einer verhungert noch. 800. Ist duschen gegangen oder ist das sie, die da verhungert gerade? Ach, sie ist das, okay. Die schläft gerade. Ja, den Matsch müssen wir jetzt gerade erlauben, ne? Wird hier oben denn gemacht? Oh, da liegt sogar einer jetzt. Ja, wie weit sind wir da oben mit dem Ring? Der kommt nicht weiter. Verhungern ist jetzt weg. Jetzt haben wir schon 5 hohen Stress. Ich glaube, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier medizinisch was tun. Mit so einer Bank hier. Wo war die andere Abteilung? Hier, dann können wir das vielleicht da einstellen. Machen wir da eine hohe Prio raus. Braucht der Strom oder sowas? Weiß nicht, braucht nichts oder was. Vielleicht sehen wir das erst, wenn es soweit ist, oder wie ist das? Strom? Ja klar, braucht der Strom. Hier wird nichts produziert, aber ist ausgewählt. Hier ist noch der gelbe Alarm am Laufen. Gerade sieht es einigermaßen aus. 800 Kalorien haben wir. Hier ist auch zu warm. Alles Körpertemperatur. Wir haben ein Problem. Was ist denn mit dieser Eismaschine? Taucht die? Aber wird die auch gerade bedient, oder? Okay. Hm. 30,3 Grad. Aber es kommt auch nicht runter, glaube. Das ist gerade nicht so toll. Oh man, tut schon wieder jemand. Es würde mich interessieren, ob das hier mal 30,3 hatten wir. Jetzt ist 30,2. Wie lange dauert das, bis das runterkommt? 28,4, okay. Ich glaube, diese Tür zum Beispiel, ne, die ist auch nicht so dolle. Das ist wahrscheinlich das gleiche hier oben auch, ne? Komm, die reißen wir mal weg und machen da zwei Isoliersteine hin dann. Das ist, glaube ich, wichtig, dass das da... Die ganze Kälte geht doch da raus, oder? Und hier wahrscheinlich auch. Diese Türen halten noch nichts, oder? Hier wird sogar das da gemacht und bringt nichts, weil hier auch das ist. Oh. Sollte man vielleicht auch isolieren, dass das dann funktioniert, ne? Wenn es denn geht. Und da können wir es zumachen und ich glaube, hier machen wir das auch. Zähle ich die Tür, die brauchen da nicht durchlaufen. Ich hoffe, da wird jetzt zugebaut. Ne, doch nicht. Hier wird der Isolierstein auf jeden Fall gesetzt. Wie ist denn die Temperatur hier? Das ist knapp davor, ne? Aber Luftdruck ist auch schäbig. Es verhungert zurzeit keiner, aber wir haben nichts zu essen.
Oh, hier ist sogar schon was für die Leitung gebaut worden. Ach, die Leitung ist schon bis hierhin fertig, ey. Ja, da ist noch einiges zu tun dann. Hier ist Ernte bereit. Ah, was hat Wubbles? Nasse Füße und ist hungrig und ist gestresst. 1050. Geht, ne? Kommen gerade ein Stück weiter. Hier ist noch nichts fertig. Wie sieht's da oben aus? Hier ist aber auch nichts fertig. Das wird an der falschen Stelle gebaut. Ach, die kommen da nicht hin, deswegen, alles klar. Warte mal, dann machen wir da aber einen richtigen Ziegel hin. So, oder? Kann man da aufwischen? Nee, zu viel Flüssigkeit. Dann reißt den da auch nochmal weg. Vielleicht geht's dann mit aufwischen. Prio 5. Prio muss da 6 werden. Dann können die das auch aufwischen. Ach so, das Eis können wir nicht wegräumen, weil, ne? Kein Kühlschrank da ist oder sowas. Die können hier doch durch. Aber da können wir keinen hinstellen. Kann man da auch hinstellen, oder? Und da nicht. Weiß ich nicht. Da geht nicht. Ich glaube, wir stellen den... Schwierig, lassen wir erstmal weg. Da wird jetzt Eis geholt, okay. Das können wir zerlegen, oder? Ja. Die Leiter kann weg. Liegt ein Ei? Popgepanzerogen. Ja, kriegt man den da raus? Weiß ich nicht. Was macht er? Leichte Verletzungen. Der ist 4 Jahre alt. Schwierig. Was ist denn das Grüne dahinter? Auch das gehört wahrscheinlich zu der Maschine, ne? Wird schon passend sein. Essen 3500. Aber auch nur, weil wir Dingens hier gerade machen. Komisches Zeug essen, ne? Der können wir besser vertragen. Und hier wurde schon eine Stelle gebaut. Eigentlich müssen wir das Dingens haben hier. Das Gas haben. Ach, die kommen da auch gar nicht hin, ne? Wie sollen die da hinkommen? Erstmal muss das so gebaut werden da. Weiß ich auch noch nicht. Hier ist voll der Gas drin, ne? Hier ist überall schon Gas. Ach, Mann, 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 Mann. Das gestaltet sich ziemlich schwierig. Da haben wir schon wieder einen, der verhungert. Ach, guck mal, hier ist jetzt schon ausgegraben worden. Da muss noch was gemacht werden, damit es weitergeht. Sonst kommen die da nicht dran. Da sind noch 2 Wurzeln. Ah, da wurde Matschregel gerade geholt zum Essen. Okay. Kann das sein, dass diese Pflanze jetzt mehr ist? Vielleicht bringt das ja doch was, dass es jetzt nicht hier oben sofort hilft, aber hier unten nicht mehr so warm wird, weil hier eine Sperre ist. Könnte vielleicht sein, ne? Verhungern. Schläft und verhungert. Hat aber noch genug Kalorien. Er isst oder sie, weiß ich nicht.
keine Kalorien mehr da. Schlecht. Hier wird auch nicht produziert. Kein Strom. Ich glaube, wir machen hier erst einen Cut. Das könnte noch schlimm werden hier. Müssen wir gucken. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein. Genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann können andere auch noch hier ein paar Tipps geben, wie ich hier vielleicht besser vorankomme. Weil das funktioniert hier gerade irgendwie schäbig. Aber naja, wir werden sehen. Alles klar, würde ich erstmal sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.